Die Fashion Week in Paris endet für Reality-Star Kim Kardashian in einem Albtraum. Die Ehefrau von Kanye West ist in ihrem Hotelzimmer überfallen worden. Laut Medienberichten sollen sich die Angreifer als Polizisten ausgegeben haben und verschafften sich so Zutritt zu ihrem Hotelzimmer. Kim soll sich während des Überfalls in dem Zimmer aufgehalten haben. Die bewaffneten Gangster erbeuteten nach Angaben des französischen Radiosenders Europe One Schmuck und Wertsachen im Wert von rund 10 Millionen Euro. Kim selbst erlitt einen Schock, blieb aber unverletzt. Ehemann und Rapper Kanye West hatte kurz zuvor ein Konzert in New York abgebrochen. Nach etwa einer Stunde verließ er die Bühne und sagte: "Entschuldigt mich, die Show ist vorbei." Dieser Notfall in der Familie entpuppte sich als der Überfall auf seine Frau.